Nathan und Dekadent hatten eine Strategiebesprechung. Und was sie dort besprochen haben, das schauen wir uns zusammen an. Der gute Kapulcu hat nämlich auf Twitter einen Clip geteilt, wo sich ziemlich interessante Einblicke in die Strategie der Walkisten ergeben. Moment, ich muss mal refreshen. Ja, mir fehlen, also ich bin bei 209 von 350. 209 bis 350. Wie lange hast du Zeit? Den ganzen Monat oder was? Noch den Monat Zeit und ich bin über die Hälfte schon. Im Januar habe ich voll gemacht und dann muss ich halt quasi den März noch voll machen. Ich war halt blöd und habe im Dezember nicht geguckt, weil da habe ich es ganz knapp verpasst. Ja, das ist echt blöd. Ja, das war halt stupid von mir. Nee, wir müssen, da wird gemeinschaftlich gearbeitet. Da wird jetzt einfach jeden Abend drüber geradet und dann so lange, und zwar so lange, bis Partner Plus steht. Jeden Monat. Das wird sichergestellt. Ey, der Grund, warum ich da anders rangehe, ist tatsächlich das Gespräch, was ich mit dem AfDler hatte. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute so eher aus dem bürgerlichen Spektrum der Content Creator mir geschrieben haben und gesagt haben, wow, also das war so gut. Wow, das war ja, so Granate. Und ich denke mir, ich habe echt viele Gelegenheiten, so einfach dämliche AfDler durchzubeleidigen, was ja auch wichtig ist und was ich ja auch will. Aber dieses ruhige und inhaltliche, weil inhaltlich sind wir die Nathan, der andere Leute als Faschisten, Rechtspopulisten oder Transfeinde verleumdet, der ist ruhig und inhaltlich. Soll man dazu was zu bieten haben. Das sorgt dafür, dass wir von den anderen anders gesehen werden. Ja, einfach aus dem Grund, weil es den Leuten aus der linksliberalen Hippie-Szene und auch so aus der bürgerlichen Ecke und so weiter nicht darum geht, was gesagt wird. Denen geht es ja auch nicht um moralische Bewertung oder sonst irgendwas, sondern die gucken halt einfach nur darüber, wer ist sozusagen derjenige, der mir netter rüberkommt, der jetzt für mich derjenige ist, der mit dem ich sympathisieren kann, aufgrund seiner Art und Weise zu reden. Und auf dieser Basis entscheiden sie, wem sie Zustimmung geben. Natürlich und dann habe ich auch eine Studie gelesen. Ja, und dann habe ich wahrscheinlich die gleiche, die ich gerade ansprechen möchte. Braucht man natürlich die Wissenschaft. Also das ist ja nichts, was sich aus dem Alltagsverstand ergibt, dass man Menschen, die man sympathisch findet, eher zuhört. Dafür braucht es die Wissenschaft. Ja. Wenn das kein Wissenschaftler in der Studie rausgefunden hat, dann darf man Dinge leider nicht annehmen oder behaupten, sonst ist das ganz, ganz blöse Schwurbelei. Wahrscheinlich ist es tatsächlich, ist wahrscheinlich wirklich die gleiche. Weil dann habe ich nämlich recherchiert und dann habe ich herausgefunden, dass das, was du sagst, vollkommen stimmt. Ja. Und dass die erst dann den Leuten inhaltlich zuhören. Ja. Ja. Das ist so. Das ist crazy. Das ist die Frage, die ich mir immer gestellt habe. Warum geht es nicht um Inhalte? Ist genau das. Es kann erst um Inhalte gehen, wenn die dich nicht wie eine Mülltonne finden. Ja. Ja. Du musst eine rote Sonne sein am Himmel. Die Leute müssen dich mögen und sagen, wow. Also, der ist ja so. So, Chat, mögt ihr Dekadent? Ich bitte um ehrliche Antworten. So ruhig. Und der ist ja so souverän. Und jetzt höre ich dem zu. Und dann verstehen die das. Manchmal. Ja, funktioniert aber auch nur so bedingt, weil guck mal, jetzt zum Beispiel mit Erwin habe ich ja auch ganz ruhig. Ich sehe eine leichte Aversion. Eine ganz leichte Aversion. Und sachlich geredet, ne? Ja. Während er mich beleidigt hat im Talk. Ja. Da ist das Nathan, der moralische Anklagen verlesen hat, was Erwin angeblich alles falsch gemacht hat, der hat ruhig und sachlich geredet. Erwin, der versucht hat, inhaltlich zu diskutieren und dabei auch natürlich polemischer geworden ist, der hat ihn die ganze Zeit nur beleidigt. Also ihr merkt diese Selbstwahrnehmung oder ja, man könnte es auch sagen, dieses Narrativ der Wokisten, was so dermaßen weit von der Realität abweicht. Also die Leute müssen ihren Zuschauern eine Geschichte erzählen, die nichts mit der Realität zu tun hat, da ihnen sonst die Zuschauer davonlaufen würden. Also wenn sie ehrlich zu ihren Zuschauern wären, dann wäre der Großteil von denen weg. Das ist aber nicht passiert. Warum? Doch. Also da ist es passiert, aber da sind Teile offen. Also da sind das ist ja dieses am Rand sein. Ne? Also die Leute, die bei Erwin zuschauen, die wollen ja gar nicht inhaltlich abgeholt werden. Ja, eben. Und die haben da gehört, wir wollen gar nicht inhaltlich abgeholt werden.
ihre Entscheidung vorher schon getroffen. Die haben die schon getroffen, das ist das Ding. Ne? Deswegen kann ich ja jeden AfDler beleidigen oder ich hätte auch Salami eben komplett durchbeleidigen können und es hätte aus meiner oder unserer Community niemanden interessiert. Es hätte auch generell keinen Schaden angerichtet. Weil dieses linke machen rechte Ding halt widerlegt ist. Das passiert nicht. Ja. Also in der Protestforschung ist klar, dass niemand rechter wird, nur weil jemand linken Gegensprech macht, der ein bisschen rauer und ein bisschen saftiger ist. Aber das Einzige, was stimmt, dass du Leute damit schlechter überzeugt kriegst? Ja, was stimmt ist, dass wenn das... Also wenn du Leute als Verschwörungstheoretiker, Antisemiten, Reichsbürger, Nazis, Rechtspopulisten, Rechtsradikale, Faschisten oder was auch immer verleumdest, sie versuchst aus dem öffentlichen Diskurs wegzukehren, dann formieren sich diese Leute nicht und schließen sich eventuell Lagern an, die viel radikaler sind als das, was sie ursprünglich vertreten haben. Das hat laut Leitern die Wissenschaft belegt. Also wir können der Wissenschaft wirklich dankbar sein, dass es sie gibt und dass sie immer gerade das herausfindet, was die Wokisten wollen. Und falls hier jetzt jemand meinen Sarkasmus nicht rausgehört hat, nein, also ich spreche mich hier nicht gegen Wissenschaft aus, sondern gegen dieses Heiligsprechen einzelner Studien, dieses selektive Herauspicken von dem, was man gerade für seine Ideologie zur Begründung am leichtesten herauspicken kann. Also einfachste Aussagen, die völlig logisch sind, da braucht man eine Studie für, um die belegt zu bekommen. Beispielsweise, dass man Leuten, die einem sympathisch sind, eher zuhört. Also jeder, der 3 Sekunden nachdenkt, erkennt das. Andere Aussagen, die völlig widersinnig klingen, die werden dann durch Studien widerlegt, damit man trotzdem irgendwie im Recht ist. Also es ist, ohne in diese Studie reingeschaut zu haben, weiß ich, dass das Schwachsinn ist. Also was nach außen kommt, wenn das dann andere Leute sehen, die jetzt keine gefestigte Gruppenzugehörigkeit haben, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass sie mir zuhören und realisieren, okay, die Inhalte sind in Ordnung, die wir da haben. Ja, und das ist, ey, ich versuch da wirklich jetzt ein bisschen anders. Es fällt mir echt schwer, weil. Aber du siehst ja auch, was passiert. Das ist auch passiert, als ich mit Erwin und Imp geredet habe. Wenn du selber sachlich und höflich mit den Leuten redest, dann wird auf den Chat. Sachlich und höflich. Ja, total sachlich und höflich. Dem anderen die ganze Zeit erzählt, wie böse er eigentlich ist und was für Verbrechen er begangen hat. Gegangen. Also wird einfach gesagt, dein Chef. 1984, der Neusprech, den George Orwell da erwähnt, das war keine Anleitung, wie man politisch vorgehen sollte. Das war eine Warnung. Chat ist schlimm. Weil, ne, und dann wird sich dann aufgehangen. Aber das ist ja dann auch unsere Verantwortung. Das ist ja geil. Das ist ja dann unsere Verantwortung als Content Creator. Dass wir das den Leuten, die uns zuschauen, auch klar machen und vermitteln. Die wollen ja genauso lernen, wie wir das tun. Ja. So, und wenn die realisieren, dass die genauso Aushängeschild sind für das, was wir machen, wie wir selber, dann habe ich da keine Zweifel, dass die damit, also außer Mia, Mia wird weiter Leute abstechen wollen, aber ich glaube, außer Mia wird da wirklich keiner ein Problem mit haben, dann in dem Fall ein bisschen die Finger still zu halten. Ich meine, so Community-Dynamiken entstehen ja durch uns. Also, wenn Dekadent weniger polemisch, weniger hetzerisch und auftritt und weniger juristisch relevante Sachen sagt, dann tut aus strategischen Gründen. Das ist es, was Capulci uns mit diesem Clip hier eigentlich zeigen wollte. Das müsst ihr gleich noch im Hinterkopf behalten, wenn ich auf Capulcis Analyse des Ganzen zu sprechen komme. Also, ne? Vor anderthalb Jahren haben die Leute sehr viel weniger beleidigt, als sie es jetzt tun, einfach weil ich das nicht gemacht habe. Und jetzt beleidigen sehr viel mehr, weil es eben cool ist. So, und dann da kann man aber wieder gegenarbeiten. Mhm. Und ich finde die Mischung. Nein, das ist nicht cool. Also natürlich kann man mal etwas polemischer werden, aber ohne ein einziges inhaltliches Argument zu bringen, die ganze Zeit nur auf den anderen zu schimpfen, ohne irgendwie an der Diskussion dazu interessiert sein. Das erinnert an das Verhalten eines bockigen Kindergartenkindes und ist nicht cool. Wie soll es machen? Ich finde Beleidigen geil, ich finde es auch empowernd, aber es muss die Richtigen treffen. Ja. Und ich glaube, es trifft oftmals die Leute, die nicht geschlossen ideologisch rechtsextremistisch sind oder so wie... Lucy ist nicht geschlossen ideologisch rechtsextrem. Wer, oder ich, oder Sinan, oder alle anderen, wer hätte das gedacht?
Mit Proletopia. Das sind sehr, ja, Proletopia auch. Das sind Erkenntnisse hier. Das ist unglaublich. Oder so ein Agitator eine sehr negative Auswirkung haben auf unsere Gesellschaft. Die wollen ja nichts Gutes. Ja, ja, weil wir die Wokisten bekämpfen oder ihnen zumindest Widerrede leisten, haben wir eine sehr negative Außenwirkung auf die Gesellschaft. Also wer nicht huldigt und dreimal nach Washington betet jeden Tag, der ist leider, der hat sehr negative Auswirkungen auf die Gesellschaft. Erst wer Geschlecht als gesellschaftliche Kategorie abschaffen will, erst wer die Nation abschaffen will, erst wer jede gewachsene soziale Identität komplett abschaffen will und jede Festlegung, sei sie noch so evident und aus dem Alltagsverstand her zugänglich, der ist leider, wenn nicht ein Rechtsextremer, so zumindest ein Rechtspopulist oder Transfeind. Yes. Ja, ja. Ja, ich bin auch, wollte gerade dieses Herausarbeiten, diese Mechanik, die immer wieder abläuft und wo ja eigentlich dann auch unsere Aufgabe ist, die zu durchbrechen. Und zwar folgende Mechanik. Jemand sagt etwas Menschenfeindliches. Ich hatte jetzt hier als Beispiel genommen, zum Beispiel Autisten sind nicht behindert, sondern krank und brauchen einen Arzt. Ja? Ja. Da ist keine Beleidigung drin. Da ist kein Du Bastard, kein Wichser oder sonst irgendwas drin. Ja, das, ja. Das wirkt auf jemanden, der nicht informiert ist, erstmal sachlich. So, genau. Die Leute, die betroffen sind und deren Allies und die Safe Space Chats erkennen darin aber die Menschenfeindlichkeit. Die erkennen darin, der möchte damit die komplette Persönlichkeitsstruktur und Marginalisierung der Person absprechen. Und das ist etwas, was um ein viel, viel, vielfaches schlimmer ist als jede stumpfe Beleidigung. Ja. So. Ich sehe das aber genauso. Deswegen, oder nehmen wir das Beispiel. Ja, und wer sagt, es gibt nur zwei Geschlechter, wie Marie-Louise Vollbrecht, der will laut Walken-Experten wie Dara alle Transmenschen in Lager stecken. Völlig logisch. Also wer gar nicht, wieso man mit solchen Schlussfolgerungen ein Problem haben sollte. Ich date keine Transmenschen. Ja. Das ist ja ein Paradebeispiel dafür. Die Leute, die haben da ja gar keine böswillige Absicht. So ein Salami hat da keine böswillige, transfeindliche Absicht, wenn er das sagt. Und trotzdem reproduziert er das am laufenden Band. Und das ist für Betroffene sehr viel verletzender als jede Beleidigung. Ja. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Weil das natürlich etwas ist, was verletzend ist. Und dann ist es natürlich empowernd als als Community, wo viele Betroffene drin sind. Dann auch auf diese extreme Menschenfeindlichkeit, ob die jetzt bewusst oder unbewusst geäußert worden ist. In manchen Fällen ist es bewusst, in manchen Fällen unbewusst. Man kann es nicht einordnen, man weiß es nicht, weil man die Leute ja nicht kennt. Die sind ja anonyme Namen im Internet. Du weißt nicht, sagt er das jetzt aus Hass gegen die marginalisierte Gruppe oder sagt er es, weil er einfach sehr uninformiert? Das ist natürlich eine sehr gute Frage, die da im Chat zumindest implizit aufgeworfen wird. Sind nach Irland ausgewanderte Twitch-Streamer eine marginalisierte Gruppe? Also wenn Dekadent und dann sehr wahrscheinlich ja. Ist. Ja. So, und jetzt gehen Betroffene hin und nutzen das Ventil, da gegen diese extreme Menschenfeindlichkeit vorzugehen, indem sie eben beleidigen, indem sie zum Beispiel sagen, halt's Maul, du Bastard oder so. Ja. Was halt wirklich rein sachlich betrachtet viel, viel weniger schlimm ist als die menschenfeindliche Aussage vorher. Ja. Aber in der Wahrnehmung von uninformierten Menschen ist die Beleidigung, die dann als sozusagen als Retour auf die Menschenfeindlichkeit kommt, sehr viel schlimmer als die Menschenfeindlichkeit, weil sie die Menschenfeindlichkeit gar nicht begreifen und einordnen können. Ja. Und dann stehen wir wieder da als diejenigen, die irgendwie schlimm sind und die schlimmen Beleidiger sind. Und wie kriegen wir diese Dynamik durchbrochen, ohne Betroffene das Ventil zu nehmen? Ich weiß nicht, was da die Lösung sein soll, ehrlich gesagt. Ich weiß es. Ich weiß es. Man drängt euch so weit zurück, dass ihr keinen Einfluss mehr auf die politische Entscheidungsfindung in diesem Land habt. So weit zurück, dass ihr im öffentlichen Diskurs keine Rolle mehr spielt. Und um jetzt nicht falsch verstanden zu werden, ich weiß, die Wokisten verstehen alles falsch, was man sagt. Ich bin nicht dafür, euch zu canceln. Ich bin dafür, euch im freien Diskurs zu widerlegen, da ihr keine Argumente habt. Da ihr nichts habt, was eure Ideologie unterlegt. Aus also einer völlig kranke Moral. Also was habe ich... du arroganter Hurensohn. Nein, ich bin... Ich weiß es, ich glaube für mich zu wissen, wie ich damit umgehe, weil ich halte diese Safe Spaces und dieses empowernde Beleidigen für absolut notwendig und ich würde niemals so einer Thunderrock oder einer Finessi sagen, mach das bitte nicht, weil ich weiß, wie wichtig das ist, aber ich werde es nicht mehr machen, weil ich nicht die Konsequenzen zu tragen habe. Die Konsequenz... Danke an die Spender dieses Kanals.
ist ja im Schlimmsten, dass die allgemeine Wahrnehmung von queeren Menschen und deren Allies negativer wird, als sie ohnehin schon ist. Und dafür will ich nicht verantwortlich sein. Und dann ist es mir lieber, wenn mich dann Leute, die im Transaktivismus tätig sind, kritisieren und sagen, ey Karl, du bist kein richtiger Ally, wo war denn der Gegensprech, das war alles zu sanft und du bist dies und jenes. Mhm. Da kann ich drüber stehen. Da sind meine Schultern breit genug, dass ich da drüber stehen kann, auch wenn es weh tut. Aber dann muss ich in dem Moment einfach mich selber zurücknehmen und sagen, ey, hier geht's um meine Reichweitenverantwortung, die ich hier habe. Weil das im schlimmsten Fall bei einem Stay landet, weil das im schlimmsten Fall außerhalb unserer Bubble landet. Und weil, wenn es das tut, ich eine Angriffsfläche biete, in der ich selber nicht angegriffen werde, sondern die Rechte von Marginalisierten. Die Rechte von Marginalisierten. Nenn mir ein Recht, was normale Menschen haben, Transmenschen aber nicht. Nenn mir ein Recht, was Menschen mit einer normalen Sexualität, Sexuelle aber nicht. Nenn mir ein einziges Recht. Ja. Aber was sagst du denn dann jetzt zum Beispiel, ich habe ein Problem damit, wenn man sachlich und nett und auf Augenhöhe mit einer Person redet, die Höcke an die Macht bringen möchte. Ja. Zum Beispiel. Das ist schlichtweg eine Lüge. Ich habe nie gesagt, dass ich Höcke an die Macht bringen möchte. Das denkt sich Nathan aus. Das ist eine Erfindung von ihm. Er lügt hier, um gegen mich hetzen zu können. Wenn man mit der jetzt redet so und sachlich Argumente austauscht, wie das zum Beispiel Gregor Politik oder wie der heißt, gemacht hat. Ja, oder wie ich das gemacht habe mit dem AfD-Wähler. Oder wie du das mit dem AfD-Wähler gemacht hast. Wobei der AfD-Wähler ja kein Reichweiteninteresse hat. Das ist wiederum was anderes, würde ich sagen. Okay. Also es geht hier um die Leute mit Reichweiteninteresse. Reichweiteninteresse also und die offen sagen, ich wünsche mir eine Minderheitenregierung der Osthöcke-AfD. Ja. Wenn man jetzt mit dem... Das habe ich nie gesagt. Das ist schlicht und ergreifend eine Lüge. Ich habe gesagt, dass das BSW sich strategisch klug verhalten soll. Und ich mache halt Werbung dafür, dass das BSW gewählt wird. Frei entscheiden dürfte, was ich mir wünschen würde für diese Republik, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass das BSW überall die absolute Mehrheit holt. Das würde ich in einer idealen Welt machen. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, war, wie sollte sich das BSW in der Realität verhalten? Und hier interpretiert Nathan jetzt etwas rein, was ich niemals gesagt habe. Den auf sachlich und ohne dass man irgendwie sie zum Ausrasten bringt, das kann man ja auch auf eine sachliche Art und Weise machen, ne? Indem man ihnen einfach ihre Aussagen nimmt, die sie in rechten Peergroups sagen, wo sie sich unbeobachtet fühlen, und die rübernimmt in einen Talk mit einem Linken. Und dann werden sie meistens sauer und fangen an rumzuschreien. Aber dann hat man halt wieder keinen sachlichen Talk. Also dann entgleist das Ganze und dann fangen sie an, ihre Transfeindlichkeit offen zu zeigen und so weiter. Zu sagen, wir sollten nett mit Menschen umgehen, ist transfeindlich. Also zu sagen, wir sollten Leute nicht, also das ist ja das völlig Irre, was diese Wokisten gemacht haben. Ich habe nur gesagt, auf Leute als transfeindlich zu verleumden, die niemals etwas Transfeindliches gesagt haben. Was macht Leiter nun daraus? Ich sei transfeindlich. Es ist so bösartig. Diese Leute sind unsere Feinde. Nicht, weil wir sie als Feinde haben sollen, sondern weil sie sich so verhalten. Ihr seht es gerade. So, findest du das eine valide? Das, was Nathan hier macht, ist kein sachlicher Diskurs, wie er in seinem Neusprech uns hier weiß zu machen versucht, sondern das ist Vernichtungswille gegenüber unserem Lager. Dieses Schlagwort, er will uns aus dem politischen Diskurs ausschließen. Das sind Antidemokraten, diese Leute. Ja, es ist Hetze. Das kann man auch so. Strategie, oder findest du die Strategie von Politik Gregor valider, dass man einfach die Person sozusagen, mit der redet, auf sachlichen Hasen? Und sozusagen versucht, die Argumente inhaltlich zu widerlegen und sozusagen die Person ihr strategisches Spiel machen lässt, dass sie nämlich zum Beispiel in einem Talk mit einem Linken sehr viel gemäßigter auftritt und sehr viel mehr Zugeständnisse macht an linke Punkte, als wenn sie mit ihrer Peergroup redet, was ja Teil der rechten Strategie ist. Da möchten sie nämlich dann im Talk mit einem Linken so wirken, als wären sie noch halbwegs vernünftig. Ja. Wie geht man damit um? Du kennst ja meine Meinung, ich rede nicht mit Nazis. Und ich fand deinen Umgang mit dem Agitator für mich exemplarisch beispielhaft, weil du im Vorhinein gar nicht wusstest und er auch nicht den Eindruck vermittelt, als sei er jetzt ein einfach überzeugter Rechtspopulist. Aber hat er ja nicht, hätte ich ja niemals gedacht. Woher das bekommt, vielleicht bin ich ja überhaupt kein Rechtspopulist. Zumal mir Karl, wenn ich ihn fragen würde, weder eine vernünftige Definition des Wortes Recht und erst recht nicht
eine vernünftige Definition des Wortes Populist geben könnte. Dacht so, das ist eine Pfeife, der Typ. So, der zeigt ja nicht das Bild des typischen Online-Neonazis. Ne? So, das Recht. Es ist bloß, also. Ich glaube auch nicht, dass er ein Nazi ist. Ich glaube, er ist ein Rechtspopulist. Und ich glaube, dass es damit dann auch komplett in Ordnung ist, wenn der von Leuten als Nazi bezeichnet wird. Das wäre mir persönlich scheißegal. Ich würde ihn jetzt nicht null defenden, aber es ist nicht meine Einordnung. Nö, ich glaube, ein Nazi ist es nicht so. Höcke ist ein Nazi.